Ja, was ist denn los? Hey Leute, hier ist wieder der Benny und der Hauptner von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video von uns. Und heute gibt es eine neue Folge Mythen in Black Ops 3. Wir haben uns heute wieder 5 geile Sachen aus den Kommentaren herausgesucht und werden das heute natürlich wieder testen und versuchen herauszufinden, ob die Mythen wahr sind oder falsch. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr auch irgendwelche coolen Mythen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben und wir versuchen die beim nächsten Mal zu testen. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem ersten Mythos. Ja, und zwar geht's da um die Talon und um Psychose, und zwar, ob die Talon den richtigen Klon erkennt und auch abschießt. Und da müssen wir leider sagen, nee, erkennt nicht den richtigen Klon, die Talon schießt einfach wild auf irgendeinen zufällig. Das heißt, es kann mal den Klon treffen oder mal den richtigen Spieler. Ja, also das bringt nicht recht viel, die Talon da einzusetzen. Hätte ich geil gefunden, wenn die irgendwie so durch ein Wärmebild erkennt hätte, dass der richtige Spieler ist und dann den richtigen Spieler abgeschossen hätte. Aber funktioniert leider nicht. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum zweiten Mythos. Genau, beim zweiten Mythos hat sich nämlich jemand die Frage gestellt, was passiert eigentlich in Team Deathmatch, wenn ein Team 99 Punkte hat und Team Deathmatch geht ja bis 100 Punkte und ein Spieler aus diesem Team, also dieses Team, was schon 99 Punkte hat, macht dann den Last Kill mit dem Raketenwerfer und es stehen zwei Gegner direkt beisammen. Geht das Spiel dann 101 zu irgendwas aus oder was passiert überhaupt? Wir haben das Ganze natürlich getestet, wir haben das Punktelimit im privaten Spiel jetzt auf 5 gestellt. Das heißt, ihr seht im Hintergrund auch, es sind 4 Kills schon gefallen und es laufen nur 2 Gegner ganz beieinander. Und ich habe da mit dem Raketenwerfer genau mitten reingeschossen und es ist einfach nur einer gestorben. Und das Spiel ging dann einfach 5:0 aus und der andere hätte auf jeden Fall auch sterben müssen. Aber das Spiel im Modus Team Deathmatch ist einfach so, wenn diese 100 Kills erreicht werden, dann kann kein anderer Spieler mehr sterben. Das heißt, es ist gar nicht möglich, egal was du machst. Es kann der andere Spieler dann gar nicht mehr sterben. Das heißt, das Spiel geht einfach ganz normal aus. Also wenn das zum Beispiel in einer normalen Team Deathmatch Runde passieren würde, würde es einfach 100 zu irgendwas ausgehen und 101 zu irgendwas ist nicht möglich. Und ich würde sagen, auf jeden Fall eine geile Idee mit dem Mythos und wir kommen einfach zum dritten. Ja, da geht's um die Schwebeladung. Ich weiß nicht, wir hatten es schon mal in ähnlicher Form und zwar heute, ob man Schockladungen und Stolperfallen auf einer Schwebeladung platzieren kann und wenn ja, werden die dann auch tatsächlich ausgelöst. Da hat sich nämlich im Laufe der Zeit was verändert. Früher wurden die ausgelöst und jetzt mittlerweile ist es so, dass man, wenn man die draufgeschossen hat, die kleben übrigens drauf, die nicht mehr aktiviert werden. Keine Ahnung warum, die sind dann einfach so Dummy-Sachen, die da drauf kleben und es passiert mit denen gar nichts. Und wenn man dann die Schwebeladung aktiviert, dass sie explodiert, dann schweben die Sachen einfach in der Luft rum und werden auch nicht mehr aktiviert. Die werden nur aktiviert, wenn man sie jetzt anschießt. Und ja, ansonsten sind das einfach so, keine Ahnung, Phantom-Schockladungen, Phantom-Stolperfallen, die absolut nichts machen. Das hat uns überrascht, weil damals, wie wir das schon mal probiert hatten, war es so, dass die dann aktiviert wurden, aber sie wurden da aktiviert, wo man sie dann draufgeballert hat, auf die Schwebeladung. Also sie sind da explodiert, wo sie eigentlich gar nicht waren. Und das hat sich jetzt geändert. Finde ich auf jeden Fall interessant, keine Ahnung warum. Und ja, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit dem. Und Benny, let's go, Mythos Nummer 4. Ja, da hat sich nämlich einer die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man die Stolperfalle auf einen Schwarm vom Nomen drauf wirft? Geht die Stolperfalle kaputt? Geht der Schwarm kaputt? Wir haben das Ganze natürlich getestet. Haubner hat einfach auf die Wand den Schwarm draufgeballert und ich bin dann mit der Stolperfalle hingelaufen und habe direkt mit der Stolperfalle quasi auf den Schwarm geschossen oder die Stolperfalle auf den Schwarm geworfen und geschossen. Hört sich einfach falsch an. Auf jeden Fall wurde der Schwarm zerstört und ich habe die Punkte dafür bekommen und meine Stolperfalle war noch am Leben. Also auf jeden Fall auch richtig cool. Das Ganze funktioniert auch übrigens genau umgekehrt. Das heißt, wenn ich jetzt die Stolperfallen als erstes quasi an die Wand klebe und Hauptner schießt dann mit dem Schwarm drauf, wird die Stolperfalle zerstört und der Schwarm nicht. Und ja, auf jeden Fall coole Sache. Ich würde sagen, wir kommen einfach zum fünften Mythos. Ja, und da geht's um das Nuketown Easter Egg, das ihr vielleicht kennt. Wenn ihr es nicht kanntet, dann das ist so, dass man, wenn man innerhalb von 2 Minuten auf Nuketown die ganzen Puppenköpfe runterschießt, dass dann so Zombie-Puppen kommen und die ganze Zeit rumlaufen. Und einer hat sich gefragt, kann man sich vor denen eigentlich schützen, wenn man Geschütz aufstellt und ja, schießt das Geschütz dann die Puppen ab. Und ja, es wird wirklich so, die schießen die einfach ab und man kann sich davor schützen. Wir haben da einfach hinten mal so eine kleine Mauer gebaut und so uns vor den Puppen geschützt oder vor den Zombie-Puppen. Und ja, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass das geht.
Und ja, war, ich würde sagen, Fall das war's so. Witzig, so ein bisschen The Walking Dead Feeling, Übernehmens-Feeling da hinten. War auf jeden Fall nice. Ich würde sagen, wir hoffen, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.